400 Mal deutsche Eishockeyliga. Ken André Olimp von den Schwenninger Wildwings, einer der besten Zweikämpfer in der Liga im Jubiläumsspiel am 48. Spieltag gegen die Fishtown Pinguins. Bremerhaven, der Angstgegner der Wildwings, sind 9 der letzten 10 Spiele, haben sie als Sieger das Eis verlassen. Auch mit dem besseren Start in diese Begegnung mit Markus Vikingstad. Perfekt bedient im Slot, die Riesenchance, aber die Stockhandseite von Joachim Eriksson dazwischen. Auf der anderen Seite die Wildwings, sie brauchten ein bisschen, um in dieser Partie anzukommen, aber immer dann gefährlich, wenn es schnell ging. Über die beiden Spinks und Tyler, Topscorer inzwischen bei den Wildwings mit 35 Punkten, verzieht hier. Dann zum Ende des ersten Durchgangs Powerplay, doppelt für die Gäste und dann kommt Shiga Jeklic an die Scheibe, befördert den Puck in Richtung Tor und dann ist Weise da, die Führung für die Gäste, endlich mal wieder ein Powerplay aus Fishtown-Sicht nach 5 Partien ohne. Und Weise, Mr. Powerplay, 13. Saisontor, sein 9. in Überzahl mit der Schlägerspitze vorbei an Joachim Eriksson. Und mit diesem knappen Vorsprung und Emotionen ging es dann auch zum ersten Mal rein in die Kabine. Thomas Popisch, er konnte mit dem Auftritt seiner Mannschaft durchaus zufrieden sein. Das Momentum in diesem ersten Drittel, das wechselte immer mal wieder. Guter Auftakt seiner Truppe auch zu Beginn des zweiten Abschnitts, weil sie hier im Backcheck sehr gefährlich nacharbeiten mit Andersen. Und dessen Schuss wird noch abgefälscht. Sehen wir uns gleich nochmal an, die Hose von Uher gegen die Laufrichtung von Joachim Eriksson, der aber hier fantastisch hält. Dann war Spinktime angesagt. Nochmal Tyler. Und auf der anderen Seite Niklas Svedberg zwischen den Pfosten für Maximilian Franzrepp. Der machte einen hervorragenden Job bis zu diesem Zeitpunkt. Vereitelt dieses Solo von Tyler Spink. Und gleich sehen wir auch seinen Zwillingsbruder Tyson in Aktion. Eingeleitet von Phil Hungerecker. Dessen Pass vorbei am Schläger von Eminger. Und Tyson Spink lässt sich das normalerweise nicht entgehen. Aber Svedberg, eine Klasse besser als dieser Schuss, hielt weiterhin die Null für die Gäste fest. Auch nach 40 Minuten Bremerhaven mit einem knappen Vorsprung. Sebastian Uvira bekam dann nochmal Stärkung angeboten. Schauen Sie mal hier hin. Die Pommes, die ließ er dann doch liegen, um fit zu sein fürs letzte Drittel. Und dann war Uvira-Time angesagt. Leitet diesen Angriff ein und hier goldrichtig der Ausgleich. 47. Spielminute. Sebastian Uvira, 8. Saisontreffer, transportiert den Puck mit viel Tempo in die Zone von Fishtown. Und dann ermöglicht er im Backcheck diesen Schuss von Ramage. Abgefälscht, Svedberg geschlagen. 7 seiner 8 Saisontore zu Hause in der Helios Arena. Bringt Schwenningen wieder zurück ins Spiel. Und das Ganze war gleichzeitig auch wieder so ein Wachmacher für die Gäste, die meist defensiv gefordert waren. Hier Brugisa, was eine Chance, die er liegen lässt, weil De Fazio ihm da nicht folgt. Die Übergabe klappt nicht, aber sein Rückhandschuss, der klatscht da auch so ein bisschen an den Pfosten. Die Schlussphase, Überzahl Schwenningen, die Möglichkeit, hier dieses Spiel in der regulären Spielzeit zu entscheiden. Und dann jubelt die Helios Arena, aber zu früh der Schuss von Lajunen an die Latte. Es blieb beim 1:1. Und weil auch die Overtime danach nicht funktionierte, beziehungsweise kein Tor fiel, ging es rein ins Penaltyschießen. Und da schauen wir schon auf Tyson Spink. Der entscheidende Penalty. Danach traf noch Zwillingsbruder Tyler und Schwenningen holt den Extrapunkt gegen die Fishtown Pinguins. Wir haben eine brutale Mannschaftsleistung heute gezeigt. Wir lagen 1:0 hinten eine Weile und haben unseren Charakter gezeigt, dass wir nicht aufgeben. Haben von vorne bis hinten wirklich sehr viel Druck gemacht, haben natürlich versucht, alles zu geben und haben uns damit am Ende 2 Punkten noch belohnt. Yeah, it was a tight game. Right now just pissed off with not getting the win. But yeah, they played good and I mean we fight hard. It's a tight game. Unfortunately they get the extra point in the shootout. Ja, und nach dem Spiel gab es für die Schwenninger Fans noch einen Zuckerl obendrauf.
die Vertragsverlängerung von Joachim Eriksson bis 2026 nach 3 Jahren am Neckar-Ursprung gibt es also noch 3 weitere obendrauf. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.